Also sicherlich einer von diesen Knacknüssen des Flugzeugs ist das Fahrwerk. Hier jetzt vor uns liegt das Hauptfahrwerk des Flugzeugs, wo eigentlich die grossen Schläge bei diesen harten Kurzlandungen eigentlich abfedern. Und das im Modell zu umsetzen, war eigentlich nicht ganz ohne. Der große Tag ist da. Der Erstflug steht an. Viele Personen, die Markus bei seinem Projekt geholfen haben, sind anwesend und möchten diesen Moment miterleben. Und alle eint eine Frage: Wie gut gelingt der Erstflug? Währenddessen hat auch Kuno Groß seine Recherchen abgeschlossen und das finale Buch zur Hand. Die Projekte von Markus Frei und Kuno Groß zeigen auf, dass das in Archiven gelagerte Wissen für alle von Wert ist. Für mich absolut faszinierend, dass man auf so etwas zugreifen kann, dass das noch vorhanden ist. Mit diesen beiden Archiven, Bundesarchiv, Hochschularchiv, war es möglich, dass man wirklich die ganzen Details herausarbeiten konnte. Nach über 70 Jahren hebt der Pelikan wieder ab, wenn auch in Modellform. Dies beflügelt auch die Gefühle eines besonderen Gastes. Für mich ist noch Nostalgie. Ich sehe das Flugzeug jetzt in der Luft, so wie ich den Pelikan gesehen habe, als ganz jung, als Kind noch fast, als junger Mann. Und das tut bei mir natürlich Erinnerungen hervorrufen. Ich kann das wahrscheinlich erst richtig verwerken, wenn ich heim bin, bei der Frau, beim Sohn und bei der Katze, beim Whisky heute Abend. Die Schwierigkeiten von diesem Modell, das sehe ich höchstens beim Landen. Also das ist das einzige Manöver, wo ich vielleicht noch recht üben muss, wo er sehr eigenwillig ist, wo ich mich jetzt halt als Segelpilot noch darauf einstellen muss und ein bisschen lernen muss. Er lässt sich recht zackig fliegen und ich sage so, die schönsten Momente sind eigentlich, wenn ich nach der Landung so auf mich zurolle mit wirklich ganz langsam drehenden Propeller und er eigentlich so schon praktisch wie das Original, so Propellergeräusche, Motorengeräusche im Niederdrehzahlbereich hörst du schon. Cool. Darfst du ihm den ersten Schluck über das Näschen runterleeren, dass er auch möglichst lang fliegen tut.